Tatsächlich können sich viele nichts unter Landschaftsplanung vorstellen. Viele denken, ich zeichne irgendwas. Wenn man es dann näher erläutert, verstehen eigentlich schon alle, dass es richtig und wichtig ist. Aber wirklich drunter vorstellen kann sich niemand was. Wir begleiten im Prinzip die Straßenplanung oder auch die Planung von Rad-Schnellweg-Verbindungen dahingehend, dass wir schauen, dass alle naturschutzrechtlichen Vorgaben eingehalten sind. Und wenn wir jetzt halt natürlich so Sachen aufkommen, wie dass wir irgendwelche Fledermäuse in irgendwelchen Stollen finden oder ja, da gibt es ganz unterschiedliche Dinge, da müssen wir die halt mit in unsere Planung aufnehmen und mit berücksichtigen. Also Spaß an dem Beruf macht mir eigentlich, dass man aktiv am Naturschutz mitwirken kann. Also natürlich greift man in die Natur ein, indem man irgendwie eine Straße baut, einen Radweg baut. Aber wir versuchen natürlich unser Bestmögliches, die Natur und Landschaft zu erhalten. Die Themen ist ja schon so, dass die auch jetzt langsam in der Gesellschaft ankommen. Und also das merkt man schon, also dass der Austausch viel größer ist. Ich denke, das ist schon eine wichtige Sache. Ja. Also so einen typischen Arbeitsalltag gibt es bei uns eigentlich nicht. Gerade weil so viele unterschiedliche naturschutzfachliche Aufgaben in der Straßenplanung einfach anstehen. Es ist so, dass es auch diese Wildtierkorridore gibt. Und wenn wir natürlich mit unserer Trasse so einen Wildtierkorridor queren, zerschneiden wir ja im Prinzip den Korridor und fragmentieren das Ganze. Und wir versuchen, das wieder herzustellen, zum Beispiel mit einer Grünbrücke. Also jetzt fühle ich mich gerade sehr wohl. Also mir macht es Spaß, gerade weil man so aktiv mitgestalten kann im Naturschutz. Allgemein gerade das Regierungspräsidium hat natürlich so viele verschiedene Bereiche. Es macht auf jeden Fall Spaß im öffentlichen Dienst.